ich hatte gerade schon erwähnt, ohne dieses großartige Team wäre dieser Tag überhaupt gar nicht möglich gewesen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, das war ein Tag mit wahnsinnig viel Input, mit wahnsinnig viel Wissen. Und es war unglaublich spannend. Und ja, es gibt eben ein großes, tolles Team, oder so ein großes ist es gar nicht. Es gibt ein großartiges Team, das dahinter steht. Und ein Teil des Teams steht jetzt hier auf der Bühne. Und ich übergebe jetzt einfach an euch. Vielen Dank, ich darf loslegen. Ja, danke dir, Sabine. Es war ein toller Tag, es ist ein toller Tag, es wird auch ein toller Tag bleiben, denn wir sind ja noch nicht am Ende. Trotzdem wollen wir jetzt schon mal die Möglichkeit ergreifen, allen zu danken, die daran teilhatten an diesem Tag und dazu beigetragen haben. Und allen voran sind dann natürlich die Speaker und Speakerinnen. Vielen Dank für eure Beiträge heute auf den Bühnen, digital und hier in Berlin vor Ort. Wir sind begeistert, was ihr heute wieder auf die Bühne gebracht habt. Und natürlich... Und natürlich geht auch der Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch hier in Berlin vor Ort und online auf der Plattform. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Das müssen wir jetzt für alle machen. Ja. Das habt ihr euch jetzt selber, genau. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, unsere Partner, allen voran die Stiftung Innovationen der Hochschullehre, unsere Veranstaltungspartner. Schön, dass wir gemeinsam mit euch diese Veranstaltung heute ausrichten durften. Und unser Dank geht natürlich auch an alle Netzwerkpartner, die ganz, ganz engagiert mit dabei waren und uns unterstützt haben. Und nicht vergessen wollen wir auch noch das Student Advisory Board. Ihr wart ja heute auch schon hier auf der Bühne. Vielen, vielen Dank für euren Input. Vielen Dank, dass ihr gemeinsam mit uns diese Veranstaltung gestaltet habt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und zu guter Letzt möchte ich natürlich noch dem Team des Hochschulforums Digitalisierung danken, die heute ganz aktiv mit dabei waren. Allen voran hier auch natürlich das Veranstaltungsteam, mit dem ich auf der Bühne stehe. Eine Kollegin ist heute zu Hause vor dem Laptop mit dabei. Auch an sie gilt natürlich ein großer Dank. Aber auch den Kolleginnen, die die Raummoderation übernommen haben und den Teammitgliedern, die einfach mal mit angepackt haben in den letzten Tagen und Wochen und auch heute während der Durchführung, wenn sie gesehen haben, dass wir Unterstützung brauchen. Ein ganz großer Dank geht auch an euch. Ja, und damit darf ich abgeben an meine Kollegin Lavinia. Ja, vielen Dank, Jasmin. Genau, das Hochschulforum Digitalisierung macht nämlich nicht nur Veranstaltungen wie diese hier, sondern wir unterstützen die Community eben auch mit ganz vielen tollen weiteren Formaten. Die jetzt alle aufzuzählen, das würde definitiv diese Viertelstunde, die wir hier fürs Closing eingeplant haben, sprengen. Von daher lasse ich das an der Stelle. Möchte aber drei tatsächlich gerne nochmal hervorheben, die Sie sich jetzt schon mal im Kalender markieren können. Und zwar ist das zum einen der 19. Januar. Hier veranstalten wir gemeinsam mit dem KI Campus ein Online-Barcamp zum Thema Curriculumentwicklung. Bis diesen Sonntag können Sie da noch Ihre Themen einreichen und so selber aktiv bei einem Pitch dabei sein. Das heißt, es lohnt sich jetzt schnell zu sein. Zweitens haben wir ja auch heute viele Menschen aus den Hochschulleitungen dabei. Auch für Sie haben wir ein spannendes Weiterbildungsangebot, nämlich die HFD-Strategiewerkstatt. Wie der Name tatsächlich ja auch schon vermuten lässt, geht es da eben um die strategische Entwicklung an Hochschulen. Auch da ist die Anmeldung noch offen bis zum 6.11. Einmal die Karte wechseln. Genau. Und last but not least, es ist sicherlich auch schon aufgefallen, dass ein immenser Teil des Programms auch von einer großartigen Gruppe mit hervorgebracht wurde, nämlich den Digital Changemakern. Und das sind Studierende, die sich im Hochschulforum engagieren. Auch hier kann man gerne mitmachen. Das geht vor allem nochmal an die Studierende, die heute hier vor Ort sind, aber auch gerne natürlich die, die digital zugeschaltet sind. Auch hier beginnt bald die neue Kohorte. Ab Frühjahr 2023 kann man sich dafür bewerben. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich da zu informieren. Genau, aber auch unser Mitveranstalter, die Stiftung Innovation in der Hochschullehre, hat natürlich tolle Programme. Zwei Ausschreibungen sind im Moment draußen, die ich nochmal besonders nennen möchte, weil die fördern Dinge, die bereits gut und bestehend sind, nämlich lehrbezogene Netzwerke und lehrbezogene Portale. Genau, also unser Motto hierbei, machen Sie sich schlau, machen Sie mit, abonnieren Sie gerne auch den Newsletter und wir freuen uns, wenn Sie uns allen noch ein bisschen erhalten bleiben. Genau, und damit übergebe ich an meinen Kollegen Sebastian Horndasch. Ja,
Ja, danke. Danke, Lavinia. Vielen Dank. Heute war ein super Tag, aber wir haben noch viel größere Pläne als das, was Sie, was ihr alle heute gesehen habt. Denn vom 26. bis 28. April findet das University Future Festival 2023 statt. Und ich möchte Ihnen jetzt ein paar Einblicke geben über das, was wir da geplant haben. Das Festival wird vieles. Es wird vieles von dem, was Sie heute gesehen haben, aber es wird noch viel mehr. Es wird erstmal ganz schön groß. Es wird 3 Tage dauern. Es wird ein Programm mit voraussichtlich 250 plus Beiträgen. Da ist auf jeden Fall für alle was dabei. Ein Rundumschlag zu allen Themen rund um die Zukunft von Hochschulbildung. Dann wird es hybrid. Und zwar jetzt nicht nur hybrid, wie wir es heute gesehen haben, sondern ich würde mal sagen Next Level Hybrid. Wir werden voraussichtlich, die Verträge sind noch nicht geschlossen, deswegen kann ich noch keine Namen nennen. Wir werden voraussichtlich 4 Bühnen haben in ganz Deutschland. Nord, Süd, Ost und West abgedeckt. Ost ist natürlich in Berlin. Dazu gibt es bald mehr. Das Festival bleibt aber in erster Linie digital. Es bleibt ein Digital First Event, aber mit vielen Orten in Deutschland, wo Sie eben beim Festival dabei sein können. Es wird bunt. Wir bieten Workshops, Mikrofortbildung, Diskussionen, Talks, Kunst und Kultur, auch da, wir wollen auf jeden Fall wieder versuchen, künstlerische Interventionen Ihnen zugänglich zu machen in unserem Bereich. Das Festival bleibt aber auch etwas, und das ist etwas, was wir auch heute hier gesehen haben, es bleibt Community-basiert. Das Programm kommt von der Community oder von den Communities, von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und vom Hochschulforum Digitalisierung und allen, die daran interessiert sind. Das heißt, es wird einen ganz, ganz großen Call geben. Die Online-Tickets sind jetzt available. Ab jetzt. Ab jetzt gibt es Tickets, genau. Die Tickets für die Präsenzteilnahme kommen wahrscheinlich Ende November. Auch jetzt, beziehungsweise etwas später an heute Abend, startet unsere große Community-Befragung. Denn auch da gilt es, wir wollen dieses Festival so gestalten, wie unsere Community es braucht. Es geht heute Abend eine Mail an alle Leute, die sich für dieses Event angemeldet hatten, raus mit einer großen Befragung. Und da auch wirklich die ganz große Bitte, machen Sie mit, geben Sie Ihr Input. Wir lesen das alles. Jeder einzelne Vorschlag wird wirklich von uns gelesen und bearbeitet und wir profitieren da wahnsinnig von. Der Call startet Ende November. Wer sind die Veranstalter? Natürlich das Hochschulforum Digitalisierung, aber natürlich auch wieder die Stiftung Innovation in der Hochschullehre, die auch heute hier Mitveranstalter war. Wir sind also wahnsinnig froh, dass diese erfolgreiche und enge Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Und das freut uns als Hochschulforum und mich persönlich ganz besonders. Also, machen Sie mit, seien Sie dabei, wir freuen uns. Und jetzt noch eine letzte Ankündigung und dann geht es auch wirklich in die Pause. Wir haben heute viele Studierende hier. Wir würden gerne von unserem Fotografen professionelles Bild machen, von allen Studierenden, die auf der Veranstaltung sind. Draußen ist das Wetter noch ganz gut. Das kriegt man draußen ganz gut hin. Oder? Was sagen Sie? Ja, oder? Geht draußen, oder? Ja, geht draußen. Also, bitte alle Studierenden nach draußen gehen. Da ist der Fotograf. Er wird einmal ein Gruppenfoto machen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf den politischen Abend in einer Dreiviertelstunde.